Europa braucht schnelle Verkehrsverbindungen, um den stetig wachsenden Güteraustausch ohne gleichzeitige Zunahme der Umweltbelastungen bewältigen zu können. Die Transportleistungen können nicht allein durch die Straße aufgenommen werden. So kommt der zunehmenden Nutzung der Schienenwege und deren Ausbau als nachhaltige Verkehrsträger eine besondere Bedeutung zu. Zumal die Klimabilanz vor allem beim CO2-Ausstoß eindeutig für die Schiene spricht. Ein wichtiges Teilstück dieser Ost-West-Verbindung im internationalen Schienennetz war und ist die Niederschlesische Magistrale zwischen Ruhland in Brandenburg und der Neiße im östlichen Sachsen. Seit 2010 baut die Deutsche Bahn für die Bundesrepublik Deutschland diesen Abschnitt des paneuropäischen Verkehrskorridors Deutschland, Polen, Ukraine aus. Das bedeutet, von Knappenrode über Nieski bis nach Horka und weiter bis zur Neißebrücke entsteht eine leistungsfähige, zweigleisige, elektrifizierte Strecke, ausgerüstet mit modernster Technik. Besonders die Unternehmen der Region warten auf ihre Inbetriebnahme. BLG Autorail setzt 1500 eigene Waggons ein zum Transport von fertigen Fahrzeugen. Diese fahren wir heute in vielen Bereichen über das Elbtal oder eben entsprechende Grenzübergänge. Hier brauchen wir Entlastung, hier braucht die Eisenbahn Entlastung und hier können wir auch in der Schienenlogistik endlich grenzüberschreitend Europa definieren und ausmachen. Wir als Waggonbau Nieski GmbH erhoffen uns durch diesen Streckenausbau eine Belebung unseres Geschäftes. Da wir jetzt an einer Hauptverkehrsmagistrale des Güterverkehrs angeschlossen werden, sollte das unsere Auftragsbücher nachhaltig füllen. Wir werden zukünftig keinen Traktionswechsel mehr machen von Diesel auf E-Lok. Das bedeutet für DB Cargo, dass wir viel effektiver den Güterverkehr Richtung Osteuropa durchführen können. Schwarzheide ist ein wichtiger Knotenpunkt im Bahnverkehr. Wir fahren viele Gateways Richtung Südpolen mit Weiterleitung nach Russland, von dort aus weiter nach China, Korea. Und das nutzen viele Spediteure, die von den Seehäfen Antwerpen, Rotterdam, Rotena nach Schwarzheide steuern und die von hier aus verteilt werden. Der Verkehrsträger Bahn ist für die BASF von besonderer Bedeutung. Wir erwarten hier eine deutliche Verbesserung der verkehrstechnischen Rahmenbedingungen mit den deutlich höheren Streckenkapazitäten, die zur Verfügung stehen. Die Vorteile für den Güterverkehr dürfen natürlich nicht zu Nachteilen für die Anwohner werden. Deshalb verringern beispielsweise Lärmschutzwände den Verkehrslärm. Weiterhin ist für uns natürlich wichtig, dass wir auch alle uns auferlegten Maßnahmen im Umwelt- und Naturschutz umsetzen. Der Ausbau garantiert eine deutliche Fahrzeitverkürzung für alle Verkehrsarten. Wir hoffen uns durch diese neue Verkehrsanbindung, dass in unserer Region der Tourismus belebt wird und natürlich auch die Arbeitsplätze nachhaltig gesichert werden. Durch die deutlich verbesserten Rahmenbedingungen ist industrieller Wachstum und auch neue Ansiedlung durch Wirtschaftsunternehmen sehr wahrscheinlich. Das würde für die Region und auch für die Menschen natürlich deutlich bessere Chancen bei Beschäftigung und auch Wohlstand bedeuten. Wir freuen uns heute darüber, dass wir 70 Mitarbeiter nicht nur hier am Standort ansiedeln konnten, sondern auch überregional anwerben konnten. Kinder von hier ortsansässigen Familien kommen zurück in die Heimat. Also Eisenbahn verbindet nicht nur, sie führt auch Menschen wieder zusammen. Die Wirtschaft freut sich insgesamt auf die Fertigstellung dieser schnellen Magistrale. Sie wird Aufschwung in die Region bringen, sie wird Arbeitsplätze in die Region bringen. Und in dem Zuge hoffen wir natürlich auf pünktliche Fertigstellung. Ab Fahrplanwechsel 2018 wollen wir den Zugbetrieb aufnehmen. Und ich bin sehr froh darüber, dass es auch gelungen ist, den Personenverkehr wieder auf die Strecke zu bekommen und damit auch wieder Reisende zwischen Hoyerswerda und Görlitz transportieren zu können.